Liebe Filmfreunde, ich komme gerade aus dem neuen Resident Evil. Die Zombies sind wieder unterwegs, zum fünften Mal mittlerweile. Und mit mir im Kino saßen... Mareike. Und? Mona. Wie hat's euch gefallen? Ist das mittlerweile nur noch trashiger Zombie-Scheiß oder ist es noch spannend? Trashiger Zombie-Scheiß. Also ich habe schon echt viele Zombie-Filme geguckt und zum Beispiel auch alle Resident Evil-Teile und das war mit Abstand das Schlechteste. Tatsächlich, ich fand den letzten viel, viel schlechter, muss ich zugeben, weil dieses Mal war es ja doch noch ein bisschen mehr am Spiel, aber das kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Doch, alle. Also bis auf das dritte. Und war es nicht cool, die ganzen Charaktere aus dem Spiel mal wiederzusehen, so alle auf einem Haufen vor allem? Nein, weil die Charaktere im Spiel viel cooler sind als im Film. Wie hat's dir denn gefallen? Mir war das viel zu viel Action. Die Zombies waren okay, aber Wesker hatte Titten. Tut mir leid, Wesker sah schlimmer aus. Das sah aus wie ein geschmierter Ekelkopf. Das geht gar nicht, wenn man sich den im Spiel anguckt. Was ist das? Tut mir leid, das geht gar nicht. Ich fand ihn nicht so gut. Was ich auch nicht mochte, war, dass Las Plagas gar nicht so war wie im Spiel. Also, weil, weiß ich nicht, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Warum waren Las Plagas irgendwelche Soldaten in Mänteln? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Ich fand es jetzt nicht so gut irgendwie. Und so als Vorbereitung aufs Finale, weil es soll ja ein sechster und damit letzter Teil kommen. Motiviert euch das jetzt, euch den auch noch anzugucken oder? Also ich werde ihn mir sicherlich angucken, aber ich weiß nicht, ob ich so motiviert bin deswegen. Also vielleicht, ich denke mal, dass das Ende bestimmt gut gemacht ist für diejenigen, denen es gefallen hat, aber... Was mich tierisch genervt hat, war die Musik. Bei diesen ganzen komischen Action-Szenen, diese komischen Techno-Beats darüber waren furchtbar. Dubstep am Ende, hallo, was soll das? Und sie haben ein Lied vom Spiel, oder nee, von Afterlife, haben sie nochmal dasselbe Lied genommen. Ich meine, wie billig ist das denn? Oh, jetzt habt ihr aber tatsächlich ein bisschen besser aufgepasst als ich. Ja. Wenn ihr das Ganze jetzt in Prozent ausdrücken solltet, von 0 bis 100, wie viel würdet ihr Resident Evil Retribution geben? Vielleicht 30. Ich meine, sie haben sich ja Mühe gegeben, so ist es nicht. Also ich muss auch schon sagen, dass mir die Effekte besser gefallen haben als im letzten Mal, weil das letzte Mal sah es alles aus, als so ein bisschen aus Plastik. Aber die Effekte waren ja ganz gut, aber... Ja, ich muss sagen, ich habe auch stellenweise gesehen, dass Mila Jovovich da an Seilen hing und so. Deine Prozentzahl? Ich gebe dir ein bisschen mehr, 40. 40. 40? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen 45. Auf was einigen wir uns denn jetzt? Ich glaube, da ist 40 die Mitte, ne? Ja, ich glaube auch. 40% für den neuen Teil von Resident Evil, das ist eigentlich verdammt wenig. Mir persönlich hat er besser gefallen als der letzte, aber es ist halt mittlerweile echt nur noch Zombie-Trash. Na, ihr müsst selber entscheiden. Geht ihr ins Kino oder lasst ihr es bleiben? Wegen mir müsst ihr nicht.